Dvihastapada Parivrittopavishta Konasana, auch genannt Dvihastapada Parivritta Upavishta Konasana. Der sitzende Winkel mit beiden Händen an den Fuß. Ausgangsposition ist der Langsitz und von hier ausgehend gibt die Beine auseinander und das ist Upavishta Konasana. Von hier ausgehend fasse mit beiden Händen an einen Fuß, zum Beispiel mit der rechten Hand an die Innenseite des linken Fußes und dann mit der linken Hand an die Außenseite des Fußes. Und wenn du kannst, versuche auch noch Schulterblatt oder sogar die Brustwirbelsäule auf das Knie zu geben und drehe dich schön nach oben. Dvi heißt zwei, Hasta Hand, Pada heißt Fuß, Parivritta heißt drehend. Und Upavishta Konasana ist die sitzende Dreieckshaltung, also die Beine auseinander im Sitzen. Diese Stellung entwickelt die Hüftflexibilität und dehnt die Rippen und hilft dir auch, dich zu öffnen zur Energie des Himmels und hilft dir auch, eine Herzensöffnung zu erfahren. Mehr Informationen zu vielen Variationen von Konasana und Upavishta Konasana und allen Vorwärtsbeugen auf wiki.yoga-vidya.de.